So habe ich die Musikmesse gerne. Der Sound hier bei uns im Videostudio. Der Mann, der ihn gespielt hat, der André, grüß dich. Hi. Was hast du uns da für ein schönes Modell von Duesenberg mitgebracht? Das ist unsere neue Fullerton Elite. Auch dieses Jahr auf der NAMM vorgestellt. Das Besondere an dem Modell ist, grundsätzlich ist es auf der CC-Form aufgebaut, also großer Duesenberg-Korpus in der Fullerton-Variation mit zwei Cutaways. Das Besondere an der Gitarre ist, dass sie sehr flach ist, besonders für eine semiakustische Gitarre sehr flach. Wir haben designmäßig Wert auf ein paar kleine Details gelegt, wie zum Beispiel die Kopfplatte und das Pickguard mit echtem Perloid. Pickup-Bestückungen haben wir in dem Fall einen D-Tron-Humbucker am Steg und einen brummunterdrückenden P90 am Hals. Und das funktioniert bei diesem Modell tatsächlich richtig gut. Das Tremolo ist das Tremolo, was wir letztes Jahr auf der TV DLX vorgestellt haben. Das ist das Radiator-Tremolo. Eine Variation von unserem Standard Diamond Deluxe Tremolo, sehr stimmstabil. Verschaltungsmäßig passiert hier im Prinzip was Ähnliches wie bei allen anderen Duesenberg-Instrumenten auch. Wir haben einmal die Stegposition, die Mittelposition, in der der Halstonabnehmer mit dem Stegtonabnehmer zusammengeschaltet wird, der Stegtonabnehmer aber über einen Kondensator gesplittet wird und bestimmte Frequenzen rausgefiltert werden. Du bist jetzt schon sehr detailliert geworden, das ist ja auch schön für alle, die sich genau dafür interessieren. Wo siehst du denn jetzt, um es nochmal ein bisschen runterzubrechen, die Einsatzgebiete? Welcher Gitarrist wird damit angesprochen? Also wir haben uns bei dem Modell gedacht, dass wir mal was entwickeln möchten, was nicht nur hohe Tonansprüche erfüllt, sondern eben auch Designansprüche in höchstem Maße. Deswegen wollten wir ein paar kleine Details einfach einführen, die das Modell einfach noch ein bisschen zu was Besonderem macht. Zum Beispiel hier diese neuen Griffbretteinlagen, nennen wir Doozy Wings. Einfach ein paar kleine Details, die das Modell eben noch ein kleines bisschen hochwertiger machen. Ein ganz wichtiges Detail bei einer Gitarre ist der Sound. Und eben sind wir schon ganz smooth gestartet. Hast du noch einen rockigen Sound für uns? Ich denke, ich krieg was hin. Damit verabschieden wir uns aus diesem Clip. Sind weiter dran an den Messe-News hier aus Frankfurt.